InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Air Challenge 2012 ist schon wieder Geschichte. Und diese Geschichte wollen wir jetzt noch einmal sehen. Wie immer war das Salzkammergut entzückt, ob der vielen kleinen und großen Wasserflugzeuge, die heuer wieder zum größten Treffen dieser sehens- und erlebenswerten Show gekommen waren. Der Wolfgangsee mit der Zugnummer von hunderten, ja tausenden Pferdestärken, jedes mit der Lieblichkeit der eben Wolfgangsee-Leiten Rössel. Aber nicht die Rösselwirtin gibt hier den Ton an, Simone Gastberger hält die Zügel fest in der Hand. Nein, wir haben total viele Flieger, wir haben jetzt glaube ich 18 Flieger da, eigentlich auch tolle Modelle wie die S-38, die ja das Originalflugzeug ist von The Aviator, der Film mit Leonardo DiCaprio, und wir haben ein paar tolle Gäste auch da, tolle Piloten, also es ist wieder mal ein voller Erfolg. Wo sich so viel Luftfahrt ein Stelldichein gibt, darf auch der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC nicht fehlen. Das ist das, was unsere Kunden schätzen. Wir sind mit einigen Kunden heute hier, die St. Wolfgang auch nutzen zu Marketingzwecken für ihre Business-Jets oder für ihre Helikopter. Die Innviertler Wirtschaft war auch wie schon in den letztjährigen Air Challenges mit dem Mattighofener Motorrad- und Fahrradspezialisten KTM vertreten. Es macht immer wieder Spaß, hier zu sein. Es ist ein spektakuläres Event und wir kommen immer sehr, sehr gerne her. Wo starke Motoren und starke Typen sind, darf auch der Sport nicht fehlen. Weil das total ein super angenehmes Ambiente ist da, genau an der Front von der Scalaria. Super Ausblick, gutes Essen, gemütliche Leute, das ist mir ganz wichtig. Trinken wir ein bisschen was, schauen wir zu, wie es da fliegen. Ein bisschen Action ist auch immer mit einer Sache. Passt genau. Seit vielen Jahren ist Irwin Dornier mit seinen Wasserflugzeugen Stammgast bei der Air Challenge. Also ich denke, dass es nicht unbedingt um Wasserflugzeuge hier geht. Es geht auch nicht um Flugzeuge. Es geht hier eigentlich um die Menschen, die sich hier treffen und gemeinsam ein bisschen Spaß haben und einfach sich ein bisschen ausleben und austauschen. Was für ein Gefühl ist es, aus dem Wasser zu starten und in das Wasser hineinzulanden? Gigantisch. Aufregend, Abenteuer jedes Mal. So ein bisschen Perfektion, Herausforderung, Leidenschaft, wie auch immer. Auch Rieds neuer Lions-Präsident, Ingenieur Anton Streif, ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Zum ersten Mal da, aber beeindruckende Kulisse und bin gespannt, was da oben noch so bringen wird. Eine besondere Rarität brachte Tom Schrade an den Wolfgangsee. Die einzige noch fliegende Sikorsky S-38, bekannt aus dem Hollywood-Blockbuster Aviator. Well, it's the first time I've come with the boat. I did visit here last year during this air challenge, but not with my plane. Einer der künstlerischen Höhepunkte kam aus dem Innviertel. Maler Jürgen Fuchs enthüllte das Porträt von Hannes Arch. Also ich habe es ein bisschen so gesehen als Lebensdankeschön an einen gewissen Herrn, den ich kennen habe lernen dürfen und dementsprechend auch mit der Fliegerei zu tun hat. Und das freut mich total, dass ich das machen darf. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Ja, und wenn's am schönsten sein soll, dann kommt Hannes Arch. Arch. Wie das begeistert. Ich fühle mich hier wirklich wohl, speziell hier bei den Gastbergers. Das ist wie so ein kleines Familienevent. Und hier ist die Stimmung gut, es wird geflogen, es sind sehr viele Flugenthusiasten da. Und dann sage ich mir, was will ich mehr? Apropos schön, die Arche Miriam Höller hat ihren Hannes wohl lieber am Boden in der Hand. Kein Wunder, dass Miriam bereits seit 3 Jahren seine liebste Flugnummer ist. Mit 15 habe ich ja angefangen, wirklich in der Stuntarbeit zu arbeiten, habe mich professionell ausbilden lassen. Und dann kommt man zum Fallschirmspringen und diesem ganzen Flugsport. Dementsprechend passt das natürlich auch zu Hannes. Und so kann man dann auch mal rausspringen oder an einem Flugzeug hängen. Es gibt auch schöne Sachen, die man machen kann. You and me together.
Am Wochenende 10. und 11. August folgt am Wolfgangsee die Scalaria Aquaria. Atemberaubende Akrobatik in schwindelnden Höhen, eindrucksvolle Tanzinszenierungen auf den Seebühnen, geballte Melodien eines Sounddesigners, der blau funkelnde Wolfgangsee, vor dessen Kulisse eine künstlerische Inszenierung des Elements Wasser in ihren Bahn zieht. Ein spannungsgeladenes Gesamtkunstwerk aus Artistik, Tanz, Stimme und Musik erwartet die rund 1500 Gäste vom 10. bis 11. August in der größten Inszenierungswelt der Alpen, dem Eventresort Scalaria am Wolfgangsee.